Servus Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming und weiter geht's heute mit Assassin's Creed. So, wir machen heute die Quest: Finde Apollodoris Kontakt beim Hypodrom und sprich mit ihm. Das gleiche vorne. Oder ist er schon hier? Okay, sprechen. Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodoris zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Okay. Bis dahin, das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch, wenn du so etwas magst. Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms, der vielgepriesene. 700 Milli. Ganz schön weit weg. Hier hinten ist es, oder was? Aber das passt eh. Ich wollte eigentlich die Quest hier machen. Die alten Zeiten, aber okay. Machen wir doch erst diese hier. Das Schicksal muss Aber annehmen können wir sie trotzdem schon mal. hielt ihn für alt und. Jennifer, bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du. Wer wird euch Die grüßen sind jetzt, blöd, oder was? Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Na, und schön reingetreten, du Saftsack. Also, ist Aya bei dir? Ah, hey. Ich bin allein. Ich habe nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Okay, ich würde jetzt aber erst gerne die andere Quest machen wollen. Schauen wir mal, ob unser Pferd noch da ist. Was sind wir denn jetzt hier? Unser Pferd da hinten noch steht. Ah, steht noch da. Wenn wir jetzt echt beim Pferd kaufen, glaube ich, weil das mit Kamel ist ja auch eine Katastrophe. Da hinten ist dann nämlich auch ein Aussichtspunkt. Das heißt, wir können dann wieder schön porten. Port. Neuer Ort entdeckt. Canopus. Also die Namen sind echt heftig, muss ich sagen. Teilweise kann man die gar nicht aussprechen, kriegt man ja Zungenkrebs. Wow. So, okay. Apollodoros. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler?
Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Alles klar, das machen wir doch. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Okay, der muss also hier irgendwo sein. Wir schauen eh schon in die richtige Richtung. Wir lassen uns mal steigen hier. Okay, dann haben wir schon. So, was machen wir? Ich würde sagen, wir fahren darüber. Kein Bock jetzt hier zu schwimmen oder so. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Eieiei. Sehen die uns hier drinne? Können die auch schwimmen oder was? Was? Gütiger Amun, rette mich! Dich schlitze ich auf! Alarm! Halt! Welcher Penner schießt hier auf mich? Der hier? Ein bisschen Heilung hier. Hier. Okay, müsste es gewesen sein, hoffe ich mal. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Ja, gleich nicht mehr. Komm. Komm, Mega. Zieh. Zieh durch. Bitte vergiss mich nicht. Nee, Haupetz. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Kein Problem. Bastarde, das hatten sie verdient. Schatz hier aus. In Sicherheit. Dann reden wir. Oh, muss ich ihn eskortieren auch noch, oder was? Ja, cool, wenn man sich die Pferde klauen könnte oder so. Dass man die irgendwie so einen Stall, in so eine Art Stall bringt und die eben dann gehören oder so. Das wäre echt geil. Aber sieht wohl nicht so aus, leider. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle.
Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Oh. Nun gut. Ich hole sie. Apollodorus wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Okay, wir müssen da hinten hin. Schauen wir mal, ob wir das finden. Ich meine, es hier keine Krokodile oder so im Wasser sind. Bis die offen ist. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Oh, ab zu Apollodorus. Apollodorus. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Wie passt Aya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Aya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadios. Gennadios? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodorus tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodorus die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Na los! Komm, Ega! Zieh! Ich bin gespannt, was hier wieder Gegner kommen. Okay. Sind ein paar drin? Nee. In der Villa erfährst du mehr. Folge Apollodorus und Kleopatra zu treffen. Okay. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten.
Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Okay. Ja, Cleopatra, die Göttin. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Komm her zu mir, ihr beiden. Ja, ich versichere mich mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Knie vor gar keinem. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Heodorus war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben ich glaube, dass sie jetzt die nächsten Ziele bekommen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Heodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi.
Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen. Okay. Reise ins Fayum, Stufe 23. Wo ist nur dieses Mädchen? Okay, ich glaube, ich habe einen Haufen Quests bekommen jetzt. Oh. Wirklich einen Haufen Quests. Aber da bin ich noch ein bisschen zu hoch teilweise. Zu niedrig. Stich des Skarabäus. Reise nach Sais. Okay, Hauptquest 4, Nebenquests haben wir da. Ereignis kann ich nicht. Dann könnten wir doch eigentlich erst die zwei Nebenquests hier machen. Ich sagte doch, sie soll sich beeilen. Die hat auch eine Quest, Mai. Goldenes Magi-Abzeichen. Kleopatra weiß, dass die älteste Pflicht eines Magi darin besteht, dem wahren und gerechten, von den Göttern persönlichen auserwählten Pharao zu dienen. Und sie glaubt, dass sie die rechtmäßige Pharaonin von Ägypten ist. Wer ihr dient, dient Ägypten. Sie möchte den Magi zurück in den Schoß der Monarchie holen, denn die Ptolemäer haben sie über Jahrhunderte ignoriert. Ihr Abzeichen ist eine Lizenz im Auftrag der Götter und Göttinnen von Ägypten zu töten. Es erhebt den Träger über das Gesetz und erlaubt ihm, über alle Sterblichen Recht zu sprechen. Es symbolisiert den Kampf gegen den Orden der Ältesten. Okay, ich bin jetzt praktisch ihr Privatkeller. Alles klar. Jetzt haben wir die blöde Ding hier immer noch nicht geholt. Eieiei. Okay, wir sind hier. Wir müssen aber... Hier wäre noch eine Quest. Und hier wäre auch eine Schnellreise. Und hier oben ist auch die Schnellreise. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Quest noch an. Das Wiesel. Und werden dann den Turm hier noch freischalten. Ruja, wo treibst du dich rum? Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruja, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Zu weit weg. Ne, 67 Medi. Weil in die Richtung wollte ich ja sowieso wegen dem Turm. Ich kann aber gut springen. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Oh.
Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Da oben. Blut. Noch frisch. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. So ein Chaos. Hier noch irgendwo was? Hier ist nichts mehr. Eins fehlt noch. Verlassen. Treten. Also irgendwas muss hier noch sein. Und ihr seht es gerade nicht. Das haben wir schon. Ah, hier hinten ist was. Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Arme Ruya. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Ich bin kein Assassine. Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Bei den Göttern. Ruya. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes... armes Mädchen. Mögest du im Gefilde der Binsen wandeln. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dem Waffenmeister, ob der mehr weiß zu dem Fall oder vielleicht ist er auch drin verwickelt. Dymnos. Ich suche nach Ruya. Wenn wir rausfinden. Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruya. Du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Komm, versuch's! Alter. Nicht mit mir. Hast du was dabei gehabt hier? Das muss der Brief sein. Schauen wir mal, ob wir hier auffüllen können. Oder sind wir voll? Okay, wir sind voll.
War es Dymnos? Ja. Er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Einfach mal schnell gekillt, egal. Alltag geht einfach so weiter, wie es vorher war. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und in der nächsten Folge wäre ich auf jeden Fall auf den Turm dort und ja, wir werden dann auf jeden Fall, warte, ich schau mal nach, genau, den Turm würde ich dann machen und dann würde ich mich ein bisschen hier hocharbeiten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid und mich ein bisschen supportet. Weil ihr wisst ja Leute, Support ist kein Mord. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.